Meine persönliche Preisbewertung für Assets wie beispielsweise Kronos, Tau, XRP, Illuvium, Quant und auch einige mehr zeige ich euch heute mal anhand einer pessimistischen Bewertung. Zusätzlich gibt es noch ein paar kleine Tipps und Tricks von mir, wo ich diese Assets beispielsweise auch verkaufen würde und warum ich diese Preise ansteuere. All das und noch viel, viel mehr direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Krypto-Familie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine lieben Freunde, ich möchte euch heute gerne mal ein kleines Zuschauerportfolio mit 16 Positionen zeigen. Knappe 33.000 US-Dollar investiert und nicht unbedingt immer die besten Zeitpunkte erwischt, aber mittlerweile ein kleines bisschen im Plus und auch wirklich ein gut breit gestreutes Portfolio mit ein paar interessanten Raketen drin und auch ein paar wirklich unbekannten Projekten. Und das möchte ich euch heute alles mal anhand der kleinen Portfoliobewertung zeigen. Zusätzlich kennt ihr das ja wie immer bei mir. Es gibt unten Zeitmarken in meinem Video, sprich, sollte euch irgendetwas der einzelnen Themen nicht interessieren. Springt einfach gerne weiter zum nächsten Punkt. So, lasst uns aber mal ganz kurz reinspringen. Ihr kennt dieses Thema mit der Zuschauerbewertung ja von mir. Sprich, ich zeige euch erstmal das Portfolio, wie es im Groben aussieht. Hier schon mal grob das Kuchendiagramm, wie sein Portfolio aufgebaut ist. Und diese gesamte Portfoliobewertung fußt natürlich auf einer Annahme. Bitcoin ungefähr 100.000 im nächsten Bullrun, 2024, 2025. Und ich baue diese Portfoliobewertung auch pessimistisch auf. Das heißt, keine utopischen Moonpreise, die ich mir irgendwo aus den Fingern gesaugt habe, sondern wirklich aufgrund von Market Cap und Hochrechnung bzw. Preiszielen für mich schlüssig hergeleitet. Lasst mich aber gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Und ganz kurz noch zwei Sachen vorab. Es ist immer ganz nett und immer ganz toll, wenn ihr mir Portfolios schickt zur Bewertung. Da freue ich mich drüber. Ich denke, jeder weiß auch, dass ich darauf antworte. Aber erwartet bitte nicht von mir, dass ich eure Portfolios privat bewerte. Erstmal bin ich kein Finanz- oder Anlageberater, das darf ich überhaupt gar nicht machen. Zweitens fehlt mir dazu auch wirklich die Zeit. Und drittens, ich habe auch gar kein Interesse daran, euch einen Ausstiegszeitpunkt bzw. eine Bewertung für euer Portfolio zu geben. Denn das blockiert euch nämlich selber. Ihr denkt dann, der Mann, der hier vor der Kamera steht, der hat ein hohes Fachwissen und gibt mir irgendwelche Ziele vor und an die muss ich mich halten. Und das ist genau falsch. Vertraut nicht darauf, was ich sage oder irgendein anderer Krypto-YouTuber oder ein anderer Finanzinfluencer euch erzählen möchte. Macht euch eure eigenen Gedanken, beschäftigt euch selbst mit eurem Portfolio, beschäftigt euch selbst mit dem Assets, was ihr in eurem Portfolio habt und wo ihr diese abstoßen wollt. Macht auch nicht diesen Kardinalfehler und haltet erstmal an diesen 365 Tagen und einen Keks fest. Wenn euer Portfolio bzw. das Asset einen guten Punkt erreicht hat, 5, 8, 7, 10x, dann nehmt eure Gewinne raus, dann nehmt Teilgewinne mit. Nicht diesen einen Punkt im Kopf behalten, sondern wirklich geht in Schritten raus. Das machen Profis genauso. Habe ich auf meinem Kanal aber auch ganz, ganz viele Videos zu, wie Ausstiegsstrategien funktionieren, beziehungsweise wann ich beispielsweise auch bei Assets Gewinne mitnehme. Und das ist wirklich tatsächlich einer der größten Fehler, den die meisten Investoren in den vergangenen Bullruns gemacht haben. Immer auf einen Punkt gewartet, nicht Teilgewinne mitgenommen und einfach zu gierig geworden. Betrachtet euer eigenes Verhalten mal und schaut, dass ihr euch vernünftige Zeitpunkte setzt, an denen ihr Geld mitnehmt. Genug gequatscht, genug Educational Content jetzt gemacht. Jetzt lasst uns mal ein bisschen zum Entertainment kommen. Hier haben wir mal das Zuschauerportfolio. Wir haben, wie erwähnt, knappe 16 Positionen drin. Es gab noch ein paar mehr, aber sowas wie Ethereum für Gasgebühren habe ich einfach mal rausgelassen. Fangen wir mal an. Auf Platz Nummer 1, der Crow-Token, der hauseigene Token der Crypto.com, hat er knappe 108.000 Stück in seinem Portfolio zu einem Einstiegspreis von 10 Cent gekauft. Knappe 9.500 Dollar gerade, ist ein bisschen im Minus damit. Zweite Position, Tau, muss ich sagen, Respekt. 35 Tau zu einem wirklich guten Preis von 68,50 Dollar. Glückwunsch an der Stelle. Momentan gerade bei einem Wert von 8.365, was wirklich ein knappes 4x ist aus seinem Portfolio. An Position Nummer 3, 0,1 Bitcoin, zu knappen 20.000 US-Dollar eingekauft, gute 4.300 Dollar in seinem Portfolio. Platz Nummer 4, Aleph Zero. Knappe 2.640 Stück zu einem Preis von 1,90 Dollar. Gute 3.300 Dollar in seinem Portfolio, leicht im Plus. Position Nummer 5, Quant, zu 212 Dollar eingekauft. Aktuell gerade 32 Stück in seinem Portfolio und gut im Minus mit dem Projekt. Ist aber auch nicht schlimm. Bei Quant muss man ganz ehrlich sagen, da hat man wahrscheinlich mal einen schlechten Zeitpunkt erwischt zum Einkaufen, aber das ist nun mal so. Illuvium hat er 27 Stück in seinem Portfolio zu einem Preis von 52 Dollar eingekauft und macht bei ihm im Portfolio momentan gerade 2.365,74 Dollar. Auch gut im Plus damit. GRT, die nächste Position, bei 12 Cent eingekauft, 11.000 Stück, auch leicht im Plus mit 1.760 Dollar. XRP, die nächste Position, bei 71 Cent eingekauft.
verkauft, wie viele XRP-Halter, mich teilweise auch eingeschlossen, momentan gerade leicht unter Wasser. In seinem Portfolio die 1220 XRP, gute $695. Wie gesagt, kleine Position, kann man mal mitnehmen, ist auch kein Problem. Wir haben dann die nächste Position wieder. Algorand ist er bei 18 Cent eingestiegen mit 3000 Stück. Auch knapp gerade wirklich Break-Even. Die nächste Position, Casper mit 10, meine lieben Freunde, ganz, ganz wichtig, ist er bei 4 Cent eingestiegen, hat er 10.520 Stück, ist momentan auch leicht im Plus bei $420. Und beim nächsten Projekt, XNA, ist er bei 0,4 Cent eingestiegen, hat 115.000 Stück reingenommen, ist momentan gerade bei 0,36 Cent, ist er auch leicht im Minus mit $417. Das ist tatsächlich ein Knallfrosch-Projekt aus der Casper Hard Fork entstanden. Habe ich so als Info mal dazu bekommen. Gucken wir uns aber gleich noch ein bisschen später an. Und wir sind beim nächsten Projekt VOW. Das hat er tatsächlich irgendwie über einen Airdrop bekommen, beziehungsweise als Geschenk war klassifiziert in seinem Portfolio. 800 Stück, momentan gerade bei 53 Cent, $424, das lasse ich mir schmecken als Geschenk. Sprechen wir aber nachher auch noch ein bisschen mehr drüber. Und wir sind bei Projekt Nummer 13, PYI, hat er zu 5 Cent gekauft. 6.820 Stück, momentan gerade gut unter Wasser mit $204. Und bei Projekt Nummer 14, Naka, $1,88 gekauft, 215 Stück in seinem Portfolio. Auch hier aktuell der Preis doch abgerutscht und $312 in seinem Portfolio, auch hier im Minus. Und Projekt Nummer 15, das vorletzte, Bone aus dem Shiba-Ökosystem. $1,26 gekauft, 506 Stück, ist ja momentan auch ganz gut unter Wasser, weil der Kurs einfach massiv abgerutscht ist. So, meine Freunde, und last but not least, Hex. Hat er gekauft zu 11 Cent, 7.425 Stück und naja gut, das ist halt tatsächlich eines der Projekte, wo er massiv im Minus ist, was auch einfach eine Sheet-Position war. Da muss man auch mal fair sein, das passiert, sind bei ihm gerade $74 in seinem Portfolio von ursprünglich mal 816. Strich drunter, in Summe hat er investiert $32.037 und ist momentan mit knappen 15% im Plus. Sein Portfolio hat gerade einen Wert von $36.829.13. So, zur aktuellen Marktlage mit einfach solchen Leichen drin, wie sagen wir mal beispielsweise Hex, aber auch Bone, ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Auch Quant ein bisschen zu hoch eingekauft. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen und das ist auch absolut in Ordnung zum jetzigen Zeitpunkt. Denn wir sind gerade momentan erst am Fuß des Berges zum nächsten Bullrun und da muss man über 15% Portfolio plus in Summe in der Mischkalkulation nicht traurig sein. Zum Lieben Freunde, noch eine ganz kleine Info am Rande. Wenn ihr noch eine vernünftige Börse sucht, wo ihr diese Assets und auch viele, viele weitere, knapp über 830 Assets handeln könnt, kaufen, verkaufen könnt, auf wirklich einer ganz einfachen zur Oberfläche, schaut unbedingt mal bei CoinEx vorbei. Link unten in der Videobeschreibung findet ihr, spart ihr einen ganzen Schwung an Anmeldegebühren, unterstützt mich nebenbei auch noch und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, schaut euch die Börse mal an. Angemeldet in unter 10 Sekunden, kein KYC, ganz einfaches Ein- und Auszahlen von Euros in Kryptoassets tauschen. Video dazu auch nochmal oben rechts in der Infobox, wie das funktioniert, denn das geht auch einfach über Banküberweisung. Und eine ganz andere, wirklich interessante Thematik bei CoinEx möchte ich euch auch noch zeigen. CoinEx hat auch eine eigene Hot Wallet. Ja, ihr habt richtig gehört, eine hauseigene Hot Wallet, auf der ihr ganz simpel eure Assets auch wirklich speichern könnt, beziehungsweise die Keys der Assets. Das funktioniert auch wirklich ganz einfach, gibt es im App Store und im Play Store auch runterzuladen. Ihr könnt in der App selber ganz, ganz einfach agieren. Ist eine super Alternative beispielsweise zu MetaMask oder beispielsweise auch zur Exodus Wallet. Gebühren sind da auch kaum vorhanden, sprich die ganz normalen Netzwerkgebühren. Das ist einfach tatsächlich ein Service, den CoinEx euch anbietet, damit ihr eure Assets nicht auf der Börse liegen lassen müsst. Die Wallet funktioniert auch ganz normal wie jede andere BIP 39 Standard Hot Wallet bzw. auch teilweise natürlich Cold Wallet. Ganz einfach Seed Phrases importieren oder auch dort erstellen lassen. Würde ich jedem immer empfehlen, erstellt die Seed Phrases nicht irgendwie online, nutzt dafür hier so einen kleinen Offline-Generator, das ist ja der Edipal Joy, findet man überall bei Amazon und auch in jedem Shop. Das macht natürlich das Erstellen bzw. das Handhaben von Seed Phrases deutlich sicherer und einfacher, als wenn ihr das jetzt beispielsweise in einer Hot Wallet oder an eurem Rechner erzeugt. Denn ihr könnt euch niemals sicher sein, ob ihr wirklich jetzt keinen habt, der dazu guckt oder ob wirklich ihr die einzigen seid, die eure Seed Phrases dann besitzen. So, jetzt haben wir da aber genug reingeguckt. Lasst uns jetzt unbedingt mal in die Portfoliobewertung springen, wo ich all diese Assets, die ich euch eingangs erwähnt habe, im nächsten Bullrun sehe. Und wie ihr wisst, habe ich euch das ja schon eingangs erklärt, persönlich mein Ziel im nächsten Bullrun, sehr, sehr pessimistisch angerechnet, ist
Bitcoin 100.000. Und genau hier fangen wir auch an. Wir fangen mal mit dem Asset Nummer 1 an, und zwar mit dem Crow-Token. Ich persönlich sehe den hauseigenen Token der Crypto.com Exchange bei knappen 92 Dollar Cent. Das würden in seinem Portfolio von seinen 108 Token knappe 99.360 US-Dollar machen. Und warum sehe ich den Preis bei diesem Level jetzt? Naja, relativ simpel. Ich nehme hierzu ganz gerne immer den Preischart zur Hand. Und wenn wir uns das hier mal angucken, sehen wir, dass wir im November 2021 bereits ein All-Time-High von knappen 97 Dollar Cent hatten. Ich würde jetzt bei diesem Projekt, bei diesem speziellen Token, denn das ist letztendlich ein Crypto-Exchange-Token, niemals vermuten, dass er weit über sein All-Time-High rausschießt. Ich persönlich würde anfangen, hier irgendwo in dem Bereich um die 40, 50 US-Dollar-Cent meine ersten Gewinne mitzunehmen. Sprich, das würde vom heutigen Zeitpunkt mit der heutigen Preislevel von knappen 8,8 Cent ungefähr ein 5, 6x entsprechen. Da würde ich für mich zum Beispiel den Gewinn schon mal rausziehen. Und dann gibt es weitere Preisziele für mich. Das muss man sich einfach mal so ein bisschen psychologisch angucken. Kurz vor den 50 Cent kann man noch mal ein bisschen was rausnehmen. Dann würde ich auch noch mal kurz vor den 80 Cent was rausnehmen. Und mein finaler Aus-Cash-Zeitpunkt für mich, für einen Großteil meiner Assets, wären 92 Dollar Cent. Ist ein knappes 10,5x vom heutigen Zeitpunkt aus. Was, denke ich, sich wirklich sehen lassen kann als vernünftiges Legit-Projekt. Man muss sich natürlich überlegen, ob man 100% dann bei dem Zeitpunkt, also bis zu dem Zeitpunkt rausnimmt, oder man sich sagt, weißt du was, lass das 10% liegen. Und wenn das Ding auf 2 Dollar, 3 Dollar geht, dann habe ich mit den 10% nochmal richtig Geld gemacht. Mich würde aber mal interessieren, wie ihr das handhabt. Ich denke, ihr wisst selber, wie ich in meinen Auscash-Zeitpunkten beigehe und dort auch meine Ziele setze. Das zeige ich immer mal wieder auch in meinen Videos. Aber mich würde wirklich interessieren, wie ihr das Ganze bewertet, beziehungsweise was ihr zu den Auscash-Zeitpunkten sagt und wo ihr diese Ziele einfach sehen würdet. So, aber lasst uns mal jetzt zu Projekt Nummer 2 kommen. Und das ist Tensor Tau. Zu Tau habe ich persönlich auf dem Kanal relativ wenig gemacht. Das Projekt ist ja wirklich ein absoluter Megaknaller gewesen, hat ein richtig, richtig großes Preiswachstum hingelegt und unser Kandidat hier hat tatsächlich auch wirklich gut eingekauft zu einem vernünftigen Preiszeitpunkt. Ich meine, das All-Time-Low war irgendwo um die 50 Cent und dass er den Zeitpunkt abgepasst hat, chapeau, wirklich gut gemacht. Ich persönlich traue Tensor Tau ein Preiswachstum auf gute, realistische, sagen wir mal eher pessimistische, 1200 US-Dollar pro Tau-Coin zu. Warum komme ich genau auf diesen Wert? Naja, ganz einfach. Ich persönlich bewerte Tau mit seiner Stärke, mit seiner Möglichkeit weiter zu wachsen auf Marktrang 30. Das wären vom heutigen Zeitpunkt ein knappes 3x. Dazu sagen wir auch noch, dass der Markt ungefähr um Faktor 2 wächst. Sprich, wir wären dann bei Bittensor Tau bei den guten 1200 US-Dollar. Nun können wir jetzt hier auf den Preischart drauf gucken und uns die Köpfe heiß reden und sagen, naja, aber der könnte ja. Nein, meine lieben Freunde. Das können wir nicht, denn es gibt keine Marktdaten. Wir sehen keine Widerstandslevel, wir sehen keine Supportlevel. Von daher ist das tatsächlich ein Raten. Das Projekt hat fundamental wirklich Großes vor sich. Wir haben 21 Millionen Bittensor Tau Coins im maximalen Supply, aktuell momentan gerade etwas über 6 Millionen released. Ich weiß, dass das Projekt auch ein sehr, sehr attraktives und interessantes Staking angeht. Schaut da auch gerne mal bei dem Crypto-Fan bei Jonas auf dem Kanal vorbei. Der hat da sehr, sehr viel Content zugemacht, genauso wie auch einige andere größere Krypto-YouTuber. So, wie gesagt, knappes 5x vom heutigen Zeitpunkt aus. Meine persönliche Meinung zu Tau, aber haut gerne mal eure Infos zu Tensor Tau bzw. eure Preisbewertung zu dem Projekt in die Kommentare rein. Bin mal gespannt, wo ihr das Projekt seht. Dann sind wir bei Projekt Nummer 3, Bitcoin. Brauchen wir nicht viel zu sagen. 98.000 ist für mich ein Ausstiegszeitpunkt, wo ich persönlich Bitcoin im nächsten Bullrun verkaufen würde. Warum genau? Natürlich ganz einfach. Vor der psychologischen Grenze 100.000. Ich denke, das ist ganz klar. Warum ich persönlich Bitcoin aber deutlich höher bewerte und denke, dass das Projekt deutlich höher steigen kann, auch im kommenden Bullrun, habe ich euch in dem Video oben rechts nochmal gezeigt. Schaut da gerne mal rein, da erfahrt ihr auch, warum ich Bitcoin auf Preisziele im Bullrun von über 177.000 US-Dollar bewerte und das Ganze auch mal wirklich anhand einer Preisberechnung gezeigt. So, meine Freunde, auf zu Projekt Nummer 4 in seinem Portfolio.
Aleph Zero. Zur Aleph Zero Use Case etc., warum, wieso, weshalb, habe ich auch mal ein eigenes Video gemacht. Oben rechts in der Infobox, schaut da gerne mal rein. Dann erfahrt ihr auch, was der Use Case selber macht, wie das Projektteam aussieht und was das Projekt selber wirklich vorhat. Ich persönlich bewerte Aleph Zero mit $4.90 für den nächsten Bullrun. Das würden dann aus seinen 2640 ACRO knappe 12.936 US-Dollar machen. Und auf zu Projekt Nummer 5, Quant. So. Bei Quant scheiden sich auch die Geister. Wenn jetzt Leute wieder die 2500 US-Dollar pro Quant lesen, sagen sie auch, ja David, du bist total bescheuert, das Projekt schafft das im Leben nicht. Meine lieben Freunde, ich bin dabei, ich bleibe dabei. Quant hat die Chance, im nächsten Bullrun 2,5K zu erreichen, wenn nicht sogar noch mehr. Videos dazu gibt es en masse auf meinem Kanal, schaut da gerne mal rein. Aber wie gesagt, gerne auch eure Meinung dazu. Seine 32 Quant-Token, die er hat, da ERC20-Token, würden in seinem Portfolio dann gute 80.000 US-Dollar machen. Und Quant vom jetzigen Zeitpunkt aus wären dann ein 21,3x. Und wie gesagt, meiner Meinung nach absolut realistisch. Projekt Nummer 6, Illuvium. Wir sind wieder in der Gaming-Sparte. So, jetzt kommt die ganz große Frage. Warum schreibt David 1200 US-Dollar hin, was einem guten 13,7x vom heutigen Zeitpunkt aus entsprechen würden und in seinem Portfolio aus seinen 27 ILV-Token, auch hier ERC20-Token, gute 32.400 US-Dollar machen würden? Ganz simpel. Schauen wir einmal in den Kurschart rein. Ich persönlich bin ein großer Freund von Illuvium. Halte ich selber auch. Halte ich persönlich auch sehr, sehr viel von. Habe das Projekt auch ungefähr zum selben Zeitpunkt gekauft wie er. Also ist auch ungefähr mein Durchschnittspreis. Ich glaube, ich habe noch ein kleines bisschen weniger. Aber sei es drum. Wir haben tatsächlich Illuvium einen riesen Hype gehabt. Wenn wir uns das mal angucken, auch hier Ende 21, Anfang 22. Der gesamte Gaming-Bereich ist so massiv gehypt worden. Illuvium als AAA-Game, als eines der ersten und größten im gesamten Blockchain-Space, hatte ich natürlich massive Vorschusslorbeeren gehabt. Naja, und was ist passiert? Ab da haben wir dann einen Preisverfall gehabt, der seinesgleichen sucht. Wenn wir mal kurz gucken, vom All-Time-High, was knappe 2000 US-Dollar war, 95% runter zu heute, ist es natürlich ein Schlag in die Magenkuhle für jeden, der hier oben gekauft hat. Würde Illuvium nochmal diese Preise erreichen? Ich persönlich sage nein. Meine Meinung. Deswegen sage ich, die magische Grenze 1200 US-Dollar ist für mich ein Bereich, wo ich Illuvium als maximal, als Peak sehe. Aber wirklich mehr traue ich dem Projekt auch nicht zu. Ich würde hier tatsächlich an wirklich signifikanten Grenzen, kurz vor den 500 Dollar, kurz vor den 1000 Dollar, würde ich einen Großteil meiner Assets rausnehmen, beziehungsweise werde ich auch einen Großteil meiner Assets rausnehmen. Ich finde es ganz wichtig, Gaming-Bereich ist super, Gaming-Bereich auf der Blockchain macht mehr als Sinn, denn die digitalen Besitztümer, die man hat, Schwert, Rüstung, was auch immer, soll man auch wirklich besitzen. Das ist ein wichtiger und richtiger Use Case. Ich habe selber jahrelang World of Warcraft gezockt. Ich würde mich freuen, hätte ich meine tollen Sachen, die ich mir damals erfarmt habe, heute noch in anderen Games nutzen können. Wobei, ich habe nicht mehr Zeit zum Zocken. Okay, wie auch immer. Lass uns mal zu Projekt Nummer 7 kommen. Ihr seht auch ein kleines bisschen Real Talk wieder drin. GRT. GRT Video Use Case, was The Graph alles so macht, oben rechts in der Infobox, habe ich euch auch wirklich mal erklärt. Ein ganz enorm wichtiges Projekt für Exchanges, für Informationen auf der Blockchain. Wollen wir nicht zu tief reingehen? Ich traue The Graph definitiv $2,81 zu, würden in seinem Portfolio aus seinen aktuell 11.000 GRT-Token gute 30.910 US-Dollar machen. Und lasst uns mal zu Projekt Nummer 8 springen. XRP, meine lieben Freunde. Der eine mag es, der andere hasst es. Was soll man zu XRP noch sagen? Das Ding sitzt wirklich in Lauerstellung und wartet darauf, dass da was passiert. So, jetzt wollen wir das Ganze noch weiter ausschlachten. Ich persönlich traue XRP im Bullrun ganz pessimistisch $6.30 zu. Ich persönlich habe dazu auch mal ein Video gemacht zur Preisberechnung, warum XRP sogar noch mehr erreichen kann, oben rechts in der Infobox. Schaut da auch unbedingt mal rein. Es hat sehr, sehr viel mit Nutzung, mit der gesamten Anwendung auf dem Overledger zu tun und dem Verhalten der Banken. Wie wird XRP genutzt? Wie wird es transferiert? Hin und her, wie gesagt, sehr umfangreiches, sehr detailliertes Video mit ein paar vernünftigen Berechnungsansätzen. Schaut da unbedingt mal rein. Das würden aus seinen 1220 XRP-Coins, die er hat, momentan $7,686 in seinem Portfolio machen, was ein gutes 11,1x sind. Und auf zu Projekt Nummer 9, meine lieben Freunde. Algorand.
habe ich mit knapp 95 US-Dollar bewertet. Denn, wie gesagt, wieder kurz vor der psychologischen Grenze 1 Dollar. Würden aus seinen 3000 Algorands, die er hat, gute 2850 Dollar machen. Ich denke, das Projekt hat auch das Potenzial, deutlich mehr zu erreichen. Warum? Naja, ganz einfach. ISO 20022, Projekt gelistet, beziehungsweise wahnsinnig interessant für Zentralbanken, sondern auch für den Messaging-Standard, der dort etabliert wird. Was ein gutes 5,3x in seinem Portfolio bei dieser Position ausmachen würde. Und auf zu Projekt Nummer 10, Casper mit C. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich persönlich traue Casper 21 Cent zu, würden in seinem Portfolio ein gutes 5,3x machen und wären dann 2200 Dollar. Projekt Nummer 11 in unserer Liste. Ich hatte gerade ganz kurz schon erwähnt, XNA. Tatsächlich ein Knallforschprojekt als Casper Hard Fork gestartet. Ich habe das Projekt ein kleines bisschen angeguckt. Wir gehen auch gleich mal in den Kurschart rein. Aber ich traue dem Projekt 2,5 Cent zu. Das würde in seinem Portfolio ein gutes 7x ungefähr machen, wären 2877 Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal einfach den Preischart hier mal angucken, seht ihr, dass wir auch hier wieder ein relativ junges Projekt haben. Gerade erst wirklich vor kurzem gestartet, Mitte letzten Jahres. Und da sind auch gar keine Preisziele, sind auch gar keine Preislevel vorhanden. Wir haben hier eine vernünftige Aufwärtsbewegung gehabt. Meiner persönlichen Meinung nach keine richtige Korrektur. Das hätte das Projekt erst sehen müssen. Deswegen halte ich das Projekt hier wirklich als richtig, richtig riskant. Ich würde hier niemals so viel Geld reinstecken, wie es hier unser Proband in seinem Portfolio gemacht hat. Denn knappe 500 US-Dollar ist schon ein Haufen Geld für so ein Projekt, wo man wirklich, ich sag mal, keine wirklichen Marktdaten hat. Aber gut, wie gesagt, einfach zum Zocken, ein bisschen zum Gamblen, finde ich das absolut in Ordnung. Kommen wir zu Projekt Nummer 12, VOW. Hat man kurz erwähnt, hat er geschenkt bekommen. Ist tatsächlich aus irgendeinem Airdrop oder irgendwas anderem entstanden. Wichtig dabei noch, bitte unbedingt die Steuerthematik im Auge behalten. Sollte nicht unterschätzt werden, auch das kann hier schnell die Beine brechen. Ich bewerte das Projekt aufgrund des Charts, was ich so gesehen habe, bei knappen 2,50 Dollar. Wichtig an der Stelle, macht euch bitte selber eure Gedanken. Das ist meine persönliche, subjektive Bewertung und nichts, was man jetzt hier auf die Goldwaage legen sollte und sagte, genau dort verkaufe ich jetzt, weil David gesagt hat. Denn den Fehler machen auch andere Leute. So, wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz noch an den Chart dazu reingucken, sehen wir auch dieses Projekt hier. Ist bereits Ende 2021 gelauncht worden. Wir haben hier schon mal ein All-Time-High gehabt bei den knappen 2,19 Dollar. Beziehungsweise er sagt uns hier tatsächlich All-Time-High bei 2,64 Dollar. Daher fußt auch meine Preisbewertung. Ich würde hier definitiv vor den 2,50 Dollar auscashen, komplett auscashen, wenn nicht sogar deutlich vorher schon Gewinnmitnahmen. Ja, wie gesagt, nur hier jetzt Gewinnmitnahmen beziehungsweise Basisinvestitionen rausziehen ist natürlich schwierig, weil er hat nichts investiert. Aber ich sag's mal so, knapp vor dem Dollar würde ich ein bisschen was rausnehmen, knapp vor 2 Dollar würde ich ein bisschen was rausnehmen und wie gesagt, bei den 2,50 Dollar oder vor den 2,50 Dollar den Rest rausziehen. Denn das ist geschenkt, das ist gutes Geld, das tut nicht weh. Oder man lässt es liegen und guckt, was passiert. Die Gefahr bei sowas, dass es aber komplett abschmiert, ist hier gegeben. Gut, lass uns mal zu Projekt Nummer 13 kommen, PYI. Das ist tatsächlich ein Projekt, was ein dezentralisiertes Transaktionsnetzwerk aufbauen will. So, jetzt ist das auch irgendwie nichts Neues. Wir haben hier knappe 300 Transaktionen pro Sekunde, Gasgebühren von 0,00000025 US-Dollar und eine Blockzeit von 1,2 Sekunden. Okay, da gibt es jetzt irgendwie auch 15.000 andere Projekte, die genau das Gleiche machen, teilweise schneller sind, teilweise deutlich höhere Transaktionen pro Sekunde zulassen. Aber okay, sei es drum. Konkurrenz belebt den Markt, das finde ich immer wichtig. Umso mehr Marktteilnehmer da sind, umso höher ist die Marktdurchdringung, die Market Penetration, wie man immer so schön sagt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn umso mehr Kunden angesprochen werden, umso mehr Leute kommen auch auf die Blockchain. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es gut, dass es mehrere Wettbewerber, mehrere Marktteilnehmer gibt. Von daher hat PYI wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung. Ich habe mir das Projekt auch einmal mal angeguckt. Ich sehe das Projekt selber bei knappen 18 Cent, wären vom jetzigen Zeitpunkt aus ein gutes 6x und würden in seinem Portfolio 1227 Dollar machen. Und auf zu Projekt Nummer 14, Naka. Naka ist auch aus dem Gaming-Bereich, ist auf der Polygon-Chain gebaut worden. Erstmal schon mal Daumen hoch, super Entscheidung, nichts auf Ethereum, finde ich wirklich vernünftig. Ich persönlich bewerte das Projekt mit 4,40 Dollar, würden in seinem Portfolio momentan vom aktuellen Zeitpunkt aus ein gutes 3,2x machen. Projekt kann wahrscheinlich auch noch mehr erreichen, das, was ich mir aber angeguckt habe, wäre für mich jetzt aktuell erstmal der Wert. Und dann sind wir schon bei dem vorletzten Projekt, Bone.
Tja, meine lieben Freunde, Bone ist nicht einfach nur irgendwie ein weiterer Meme-Coin oder Meme-Token, der in dem gesamten Shibarium-System bzw. Shibarium-Ökosystem entstanden ist. Nein, das Ding hat tatsächlich auch eine Daseinsberechtigung. Letztendlich bietet Bone erstmal die Voting-Rechte im Shibarium-Netzwerk. Sprich, wenn du Bone hältst, kannst du auch tatsächlich abstimmen über Vorschläge aus der Community bzw. von den Entwicklern. Und ganz, ganz wichtig, warum Bone auch noch wichtig ist, es ist die Gasgebühr in dem Shiba-Swap und das wird tatsächlich benötigt. Und jetzt brauchen wir auch nicht hin und her reden, Shiba Inu, Memecoin, nein, Shiba Inu ist meiner Meinung nach schon weit über diesen Memecoin-Charakter hinaus. Die Community ist bahnbrechend, die ist riesig, ich sitze auch regelmäßig in AMAs mit anderen Partnern zusammen drin und was diese Community auf die Beine stellt, ist einfach nur brachial. Da gibt es Leute, die halten das Projekt einfach nur aufgrund einer Gewinnerwartung und es gibt Leute, die feiern das Projekt, das ist eine Religion, das ist für die wichtig. So, von daher, ich bewerte den Bone Token tatsächlich mit knappen 10 US-Dollar, 9,80 Dollar. Wieder, wie gesagt, psychologische Grenze. Ist ein gutes 14,6x vom jetzigen Zeitpunkt. Und wenn ich mir das so angucke, müsste ich mir eigentlich mal überlegen, ob ich nicht auch noch ein paar Bone Token selber in mein Portfolio mit aufnehme. Würden in seinem Portfolio knappe 5.000 US-Dollar machen, was sich wirklich lohnt. So, meine lieben Freunde. Und lasst uns mal last but not least den Hex Token kommen. Das Projekt bewerte ich persönlich selber mit 29 Cent. So, das hat tatsächlich den Grund, wenn wir uns mal den gesamten Kursverlauf angucken. Ich habe mich mal wirklich ganz kurz vor das All-Time-High gelegt, beziehungsweise signifikant vor das All-Time-High gelegt, denn, also, ich weiß gar nicht, was ich zu Hex sagen soll. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches, großes Projekt. Da gibt es auch sehr, sehr viel Content im englischsprachigen Raum zu. Es gibt im deutschen Bereich auch ein, zwei YouTuber, die das feiern. Aber die Frage ist, ist dieser Krypto, ich will es nicht Opa nennen, aber dieses wirkliche OG-Projekt, schafft das nochmal wieder zu alten Glanz? Ich persönlich bin da sehr pessimistisch. Aufgrund dessen habe ich einfach mal die 29 Cent angenommen und würde in seinem Portfolio 2153 Dollar ausmachen. Aber gerne mal eure Meinung, was ihr zu Hex sagt, unten in die Kommentare rein. Vielleicht liegt ihr auch komplett falsch. So, meine lieben Freunde, Strich drunter. Wo stehen wir? Aus seinen aktuell 32.000 US-Dollar würde er mit einem guten 9,1x im Maximal, wenn er alles an diesem Preislevel, die ich jetzt aufgezeigt habe, verkaufen, gute 334.426 Dollar machen. Ich denke, das ist eine pessimistische, realistische Bewertung von den Assets im Bullrun. Ja, meine lieben Freunde, so, was ist jetzt das Feedback bzw. das Fazit zu diesem Portfolio? An sich finde ich das Portfolio relativ interessant aufgebaut. Wir haben den gesamten DeFi-Bereich, also Finance, gut vertreten. Wir haben den Deepin-Bereich gut vertreten mit GRT. Wir haben tatsächlich auch den AI-Sektor mit BitTensorTao und GRT vertreten. Memecoin-Sparte ist mit drin. Eigentlich an sich wirklich top. Ich habe aber trotzdem ein paar Kritikpunkte. Erstens, mir sind da persönlich zu wenige legit neue Projekte bei. Also sprich wirklich auch mal Projekte, die gerade erst irgendwie wirklich frisch gestartet sind, die aber trotzdem auf eine große Userbase zurückgreifen können, vielleicht sich schon irgendwo im Bereich Marktrang 100 befinden und ein sicheres, gutes 5, 6, 7, 8x mitnehmen könnten. So, da wäre zum Beispiel Casper mit K eine gute Alternative, meiner persönlichen Meinung nach. Dazu kommt auch noch, dass mir der Bereich File Storage bzw. Datenmanagement einfach wirklich nicht genug vertreten ist. Hier wäre beispielsweise Filecoin eine gute Alternative gewesen. Unter anderem kann man auch noch Nischensparten mit aufnehmen, wie, habe ich ein paar Mal schon erwähnt, den Versicherungssektor. Wyatt kombiniert hier beispielsweise auch den AI-Sektor mit dem Versicherungsbutler. Oder Checkdot, auch sehr interessant. Und wenn man nochmal eine andere Meme-Sparte... Und wenn wir auch nochmal eine andere Nischensparte springen wollen, den Healthcare-Management-Sektor, auch sehr, sehr wichtig. Wie zum Beispiel VeChain macht zum Beispiel auch Datennachverfolgung im gesamten Gesundheitssektor für die Medikamente, aber auch XRP Healthcare. Und dann kommen wir auch noch zum nächsten Thema, was mir persönlich komplett in dem Portfolio fehlt, das ist Lieferketten-Nachverfolgung. Hier wäre beispielsweise VeChain oder Morpheus Network noch eine wichtige Alternative. Aber meine lieben Freunde, wie so oft, meine persönliche Meinung, mich würde natürlich brennend interessieren. Wie gewichtet ihr das Portfolio? Wie seht ihr meine Preisbewertungen? Und vor allen Dingen auch, was fehlt euch da vielleicht in dem Portfolio? Haut das unbedingt mal in die Kommentare unten rein. Und wie immer, meine lieben Freunde, ihr kennt das ja, wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, schaut gerne mal unten in die Videokommentare rein. Gleich oben, der erste, findet ihr die Kanalmitgliedschaften. Da habt ihr die Möglichkeit, auch solche Videos mal ein bis zwei Tage früher zu sehen. Das ist immer ganz interessant, wenn man sich mal ein paar junge, frische Projekte anguckt, bevor die wirklich pumpen. Die kommen bei mir auch mal ein, zwei Tage früher auf dem Kanal für die Kanalmitglieder ab der Stufe 2. Und wenn ihr es noch nicht seid, gerne mal ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr auch keines meiner regelmäßig kommenden Videos mehr verpasst. Schön, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Lasst mir gerne eure Infos, eure Kommentare, eure Fragen gerne da. Ich freue mich
mit euch wieder ein bisschen auszutauschen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.